Wir streiken dafür, dass die Kollegen von der VSG mehr Geld bekommen, als was sie jetzt haben. Ganz einfach, weil ich bin von der Mutter, ich habe teilweise 800 Euro mehr wie meine Kollegin, die rechts von mir steht. Und das ist nicht in Ordnung. Die macht denselben Job, die macht dieselben Instrumente. Wir arbeiten in drei Schichten, wir arbeiten samstags, wir arbeiten sonntags, wir arbeiten feiertags. Und da geht meine Kollegin rechts von mir für einen Apfel und ein Ei nach Hause. Und das darf nicht sein. Das sind prekäre Beschäftigungen, die der Staat einfach nicht unterbindet. Und das ist nicht in Ordnung. Die Vivantes Service GmbH, das ist eine Tochtergesellschaft von der Vivantes. Das ist eine Tochter und damit können sie eine Tarifflucht begehen, die nicht in Ordnung ist. Und die wollen wir unterbinden. Und wir wollen, dass unsere Arbeit gewürdigt wird. Und nicht mit Füßen getreten wird, indem sie hier Löhne bezahlen, die eigentlich überhaupt nicht gehen. Denn wenn man mal überlegt, der jetzt alleine wohnt oder niemanden hat, der kann von dem Geld fast gar nicht leben. Das ist ein bisschen mehr wie Hartz IV. Kann doch nicht sein, oder? Für so eine Arbeit. Und wir sagen immer, dass wir das Herzstück überhaupt eines Krankenhauses sind. Und unsere Koryphäen, was sie ja sind, wären uns ohne uns keine Koryphäen, sage ich jetzt mal. Sie brauchen praktisch jeden. Sie brauchen jeden Baustein in ein Krankenhaus. Ein Krankenhaus besteht nicht nur aus Ärzte und Schwestern. Genau. Ein Krankenhaus besteht aus Pflegekräfte, Ärzte, Putzfrauen, Köchin, Müllmann, Logistik. Das ist wie ein Uhrwerk. Wenn da ein Zähnchen nicht funktioniert, dann funktioniert die ganze Klinik nicht. Genau. Und das ist wichtig. Wir wollen ja nicht nur für uns was schaffen, sondern für alle, die prekär beschäftigt werden. Und das sind diese Berufsgruppen, die ich gerade genannt habe. Von der Putzfrau bis zum Koch. Das wird alles ausgegliedert, um eine Tarifflucht zu begehen, wo ich sage, das geht überhaupt nicht. Wir haben Kollegen, die nicht mitstreiken, definitiv, aber die sind jetzt oben. Wir sind eine Notbesetzung. Die muss sein. Wir arbeiten am Menschen, für den Menschen. Und die arbeiten heute, weil sie hier nicht unten sein können, weil sie oben die Notbesetzung machen müssen. Und wir danken alle Kollegen, die für uns oben sind, die Stellung halten und haltet durch, weil es ist sehr schwer. Wir kommen sag wieder. Ich jetzt mal. Und wir kommen bald wieder. Einer für alle und alle für einen.